Also ist mir eine große Ehre, die bayerische Bierkönigin hier zu treffen in Ochsenfurt. Sie kommen aus? Ich komme gebürtig aus Bürgstadt Miltenberg, wohne aber seit vielen Jahren schon in Würzburg. Und da ist Ochsenfurt doch wirklich ein Katzensprung, gerade wenn wir hier über Unterfranken und bei den bayerischen Brauereien sind. Wie oft vertreten Sie das bayerische Bier im Jahr? Ich bin jetzt ein Jahr bayerische Bierkönigin und viel unterwegs. Aktuell ist natürlich stark die Saison, da bin ich doch jeden Tag unterwegs, habe einen Starkbieranstich. Ich freue mich jetzt auf den Nukaton. Wie heißt der Nukaton? Ist egal. Nukaton. Ich freue mich auf alle Fälle auf ihn, weil es ist ein wunderbarer Doppelbock, das ist mir schon versprochen worden. Genau. Und wir wünschen, dass der erste Schlag sitzt. Das wird sich schon ausgehen, wir werden es gleich sehen. Herzlichen Dank. Bitte, bitte. Freunde, herzlich willkommen zu unserem ersten Kautzen Noctuator Fest hier in unserer Halle. Ich finde es eine tolle Idee von unserem Braumeister Herrn Resch, den Herrn Liefert, und unserem jungen Braumeister, dem Jakob. Wie gesagt, wir wollen mal ein ganz besonderes Bier machen, und zwar einen Doppelbock. Und auch kein 0815, sondern wirklich was Besonderes aus edlen Rohstoffen und mit 8% Alkohol. Und haben wir gesagt, okay, gut, dann werden wir den hier bei dem Fest mal probieren. Schon freut mich, dass Sie zur frühen Stunde schon so zahlreich da sind. Ich begrüße ausdrücklich nochmal die bayerische Bierkönigin, die Sabine Ulrich. Unseren Bürgermeister, den Peter Jux, jetzt assistiert beim Anstich des ersten Doppelbock-Noctuator. Das leitet sich von der Eule ab. Der Heinz heißt es natürlich besser, lateinisch Noctu. Ne? Habe ich mir sagen lassen, meine Lateinkenntnisse werden nicht so weit reichen. Okay, also Peter, dann darf ich bitten, das Fass anzustellen. Oh, ja, genau, links hinter. Ich habe gedacht, Sie hören gar nicht mehr auf zu schlagen, aber das Ding sitzt auf jeden Fall jetzt. Naja, es sitzt auf alle Fälle. 6-7 Schläge, schätze ich, waren es. Ja. War auch eine neue Erfahrung. Es war heute sehr schwer, warum auch immer, dass man sauber anzapfen konnte. Ja. Aber es hat gehalten. Hat bis jetzt gehalten und wir haben die ersten Doppelbock hier getrunken. Es ist kein Tropfen verloren gegangen, der Bürgermeister. Kein Tropfen verloren gegangen. Alles klar. Also vielen Dank. Thank you.
kurze, unterfränkische, ultra Kurzform für unter euer Heim. Und unter euer Heim, das ist eine große Main-Metropole. Ich dachte so blöd. Wenn ihr mal in euer Heim gewesen wärt, grüßt mich schön, wie schmeckt das fränkische Bier? Das Ochsenfurter? Hervorragend. Echt? Kann man mit dem bayerischen Bier auch vergleichen. Ja, der Quater ist sehr gelungen. Ne? Der Otto, der Baumeister, steht da bei mir und kostet mir gerade den Quater. Der Traum vom Bier wahnsinnig groß. Es sind heute viele gut aussehende junge Braumeister da. Wo kommen Sie denn her? Ich komme aus Straubing, aus Niederbayern. Okay. Ich wohne mittlerweile seit 5 Jahren in München und bin aktuell jetzt in Augsburg in der Gasthausbrauerei in König von Flandern tätig als Baumeister. Klasse. Vielen Dank. Sehr gerne. Thank you.